Was machen Sachen? Ja, heute mal mit Speech im Hintergrund. Ich dachte, das passt ganz gut zum Thema, weil ich jetzt ein bisschen was erklären möchte. Die zwei Herrschaften kommen darin vor. Wer den Titel gelesen hat, ich möchte mein eigenes Spiel machen. Eigentlich bin ich sogar schon dabei. Der ein oder andere, der mal bei Twitch vorbeigeschaut hat, hat es vielleicht gesehen. Ich bin gerade ein bisschen am Asset basteln. Ich habe jetzt auch schon ja, ein Haus, also den Grundriss jetzt schon soweit fertig. Es sind halt keine Möbel drin, aber ein Haus steht schon mal da. Und momentan will ich jetzt gucken, dass ich da ein bisschen was in die AI mache. Und ja, ich möchte jetzt einmal ein bisschen dazu erzählen, was ich denn so geplant habe, was die Sache ist. Ja, generell Prämisse von dem Spiel ist, oder was ich mir hoffe, ist einfach, dass das für mich eine gute Lernerfahrung ist. Und ich hatte einfach ja mal Bock, irgendwas zu machen. Hatte die ganze Zeit keinerlei Ideen, was wir machen können an Spielen, dass ich halt auch umsetzen kann. Weil, wie ihr wisst, ich bin kein Programmierer und habe davon keine Ahnung. Aber in Unreal gibt es die sogenannten Blueprints, das ist Visual Scripting. Man kann halt programmieren, ohne dass man wirklich Programmierer ist. Also man muss keine Programmiersprache in dem Sinne lernen, sondern halt, man hat verschiedene Nodes, die fügt man aneinander und hofft, es funktioniert. So sieht es meins aus. Ich sage, ich probiere irgendwelche Sachen aus und hoffe, es funktioniert und gucke viele Tutorials an, die ich dann halt für meine Zwecke dann ändern muss. Meistens muss man immer Sachen ein bisschen ändern, weil man kann kein Tutorial eins zu eins übernehmen. Das funktioniert dann für halt das Endspiel nicht, weil man hat ja nur nicht diesen einen Part, der gezeigt wird, sondern da hängt ja noch mehr dran. Also man hat quasi ein Grundgerüst durch ein Tutorial und muss das dann anpassen für sein Spiel. Das ist jetzt das, was ich momentan den Fokus drauf lege, da ich, wie gesagt, ich habe schon bis jetzt ein Haus, da sind Türen drin, sind Fenster drin, halt Möblierung besteht halt nur aus Würfeln. Ja, und generell ich. Ursprünglich war dieses Spiel als Fan-Game gedacht für das Your Boyfriend-Game. Vielleicht hat das ja schon jemand mal gesehen oder ein Video von mir schon mal gesehen, darüber, wie ich drüber spreche, was die Devs von dem Spiel so gemacht haben. Weil, ja, wie gesagt, das war ursprünglich als Fan-Game gedacht, aber ich habe herausgefunden, wie halt die Creator oder Creatorin drauf ist, was sie so getan hat. Ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sie ist ein schlechter Mensch. Sie hat Dinge getan, die ich nicht okay finde und daher möchte ich das Spiel nicht weiter unterstützen. Aber mir gefällt der Style an sich von den Figuren her, weil auch der ist auch für mich sehr leicht zu modellieren. Ich habe halt, dieser Cartoon-Style ist halt, wie gesagt, primär für mich halt einfach zu modellieren. Ich habe gesagt, okay, beim Style bleibe ich, aber ich ändere die Charaktere, dann ist das ja auch nicht mehr direkt mit ihr verknüpft. Und ja, ich mache meine eigenen Charaktere, erstelle meine eigene Welt und übernehme halt nur diesen Style. Was war jetzt halt einfach für mich einfacher, wie jetzt halt sehr viele andere Modelle zu machen. Und auch für mich eine gute Übung, da ich die Modelle halt komplett von null auf selber mache, ohne hier bei Rebirth Studio. Ich kriege halt selber keine Menschen hin, die funktionieren bei mir nicht so gut. Ich kriege das mit dem, ja, Topologie irgendwie verkacke ich das. Aber es sieht nicht schön aus, mir gefällt es nicht. Daher bleibt der Cartoon-Style. Ist auch für euch ein Vorteil, ich kann die Modelle viel schneller modellieren. Kommt wahrscheinlich eher irgendwas Spielbares bei rum. Die zwei Hauptcharaktere habe ich ja erst schon mal erstellt. Die sind auch momentan präsent und sind quasi erstmal mein Versuchskaninchen, um zu gucken, dass ich irgendwie halbwegs mäßig irgendwas hinkriege, was AI und KI angeht. Ja, das ist ja der Plan. Wie gesagt, worum es im Spiel an für sich geht. Also, ich habe momentan mehr nur so einen roten Faden, so eine grobe Richtung, was ich machen möchte. Und wie weit ich das ausarbeite, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Je nachdem, wie gut das auch so funktioniert mit dem ganzen Programmieren und so weiter, wie ich das hinbekomme. Es ist halt erstmal so eine Auslegungssache. So, das Spielprinzip an sich ist eigentlich simpel erklärt. Wir sind der gute Mike, also der Herr in Grün und Glatze. Und ja, Mike ist ein Yandere. So viel zur Erklärung. Okay, ich erkläre ein bisschen besser. Ich mag den Yandere-Trope eigentlich ziemlich sehr gern. Einfach ein Charakter, der anderen Charakteren ziemlich, also ihm sind andere Charaktere ziemlich egal, aber dann hat er seine Liebe und geht vollkommen nuts und das ist seins. Ich finde den Trope lustig und ich fand ihn auch für das Spiel sehr passend. Also wir sind Mike, Alex, ja, mit Kappe ist unsere unser oder unsere Geliebte, da darf man sich dann aussuchen, ob Männlein oder Weiblein, also feminin, maskulin. Da habe ich tatsächlich schon zwei Versionen, einfach mit und ohne Brüste. Hat sich bei dem Modell ja angeboten. Durch den Hoodie lässt sich halt sehr vieles verdecken und ob da jetzt eine Beule ist oder nicht, ändert das Geschlecht. Also da habe ich es mir jetzt, muss ich mir ehrlich sagen, sehr einfach gemacht. Geplant ist irgendwann, wenn halbwegs das Spiel läuft, dass Alex auch anpassbar ist, sprich mit Mütze, ohne Mütze, irgendwie andere Frisuren und so weiter, andere Haarfarbe, andere Augenfarbe. Soweit bin ich noch nicht. Momentan hat Alex halt noch seinen grauen Hoodie an und dunkle Mütze auf und ja, mein Logo drauf gepappt. Das soll sich halt irgendwann mal, wenn es soweit ist, wenn das Spiel halbwegs spielbar ist, ändern, dass dann halt so Sachen dazukommen.
Ja, wie gesagt, für Mike soll es auch noch irgendwann einen weiblichen Ersatz geben, dass man sich da aussuchen kann, ob man halt auch wieder maskulin oder feminin spielen möchte. Den Charakter habe ich noch nicht erstellt. Ich habe noch keine Ahnung, wie der Charakter aussehen soll, außer dass halt dann weiblich. Wahrscheinlich mit Brüsten. Macht hat man so als weiblichen Charakter. Ja, aber mehr habe ich noch keine Ahnung. Generell muss ich mir noch über ein paar Leute Gedanken machen. Ich habe so eine grobe Idee, welche Charaktere ich reinbringen möchte, was ich brauche. Aber primär sind es jetzt halt die Leute, die noch im Haus wohnen und eins, zwei Nachbarn. Ja, und viel mehr steht halt noch offen. Ja, wie gesagt, so einen groben Farm habe ich nur. Ich habe jetzt noch nicht großartig weiter Gedanken gemacht, wie ich ausbaue. Ich mache das dann halt nach und nach, wie ich es dann halt ausbaue, wie ich das dann brauche. Das bin ich auch ein bisschen flexibel, muss ich nicht so festgefahren. Ja, wie gesagt, wir sind Mike, wir lieben Alex. Alex weiß das noch nicht. Wir müssen jetzt Alex von uns zu überzeugen. Und ich habe mir gedacht, ich nutze diesen Yandere-Trupp aus. Man kann halt komplett normal, Smalltalk-mäßig, vielleicht eher so Dating-Sim-mäßig einfach sich mit Alex unterhalten, herausfinden, was er sie so mag und sich dann halt von überzeugen. Oder man kann halt andere Wege gehen. Fängt halt an, leicht mit sich Infos woanders holen. Wir können mit der Mitbewohnerin sprechen oder mit dem Nachbarn oben drüber oder irgendjemand, der mit Alex zu tun hat und Informationen uns beschaffen, was Alex so mag und sich davon halt überzeugen lassen. Wir können aber auch komplett straight Yandere gehen und entweder alle anderen lynchen, dass halt Alex keine andere Wahl hat, halt uns zu mögen, oder einfach straight up, wir kidnappen sie ihn und ja. Sie muss dann halt mit uns klarkommen. Das ist dann halt komplett freie Wahl. Also ich möchte da schon recht frei gestalten, wie ihr das jetzt angehen möchtet, wie ihr euer Ziel erreichen möchtet. Ja, und ja, das ist so der Plan. Wie gesagt, ich mag diesen Sandbox. Ihr dürft tun, was ihr wollt. Ihr habt da ein Ziel, wie ihr das erreicht. Macht, was ihr wollt. Findet es heraus. Man soll halt später, gerade wenn man dann halt der den Versuch startet, Informationen woanders erhalten oder einfach Zugänge anders zu erhalten, dass man gezwungen ist, halt auch mit anderen zu interagieren, zum Beispiel jetzt mit ja, dem Zimmernachbar von Alex. Also sie, Alex wohnt nicht alleine, sie hat noch ja, jemanden, der bei ihr wohnt, das ist halt Mitbewohner, die wohnt halt da. Dass mit sie dann halt uns bei ihr gut stellen und sie dann halt Sachen für uns tut oder uns Infos gibt. Sachen wie jetzt halt, welches, also Alex, was sie mag, was er mag oder solche Geschichten. Wir haben aber auch einen Kerl, der über uns drüber wohnt, der halt der Sohn oder der Enkel, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das fabriziere, also Sohn oder Enkel von dem Besitzer der Wohnung ist, der darf da halt wohnen. In dem Austausch, dass er dann so handwerkliche Sachen macht, also der oben drüber, der über Alex wohnt, der ist so ein bisschen handwerklicher geschickt, der kümmert sich auch um den Garten, also wir haben so einen kleinen Garten. Und wir haben einen sehr großen Vorteil, wenn wir uns mit diesen anfreunden, weil er ist sehr gutgläubig und je nachdem, wie gut wir uns mit ihm stellen, fällt es auch nicht mehr auf, dass wir dann halt auf dem Grundstück sind, weil es ist nicht unser Grundstück, das ist ja immer noch das Grundstück von anderen und das fällt ja dann auf, wenn wir da draufständig sind. Befreunden wir ihn, dann können wir ihm so ein bisschen im Garten helfen, ein bisschen hier was tun, da was tun und dann fällt es halt einfach nicht mehr auf, wenn wir da sind, höchstens wenn wir dann halt mit der Nacht aufkreuzen. Und er gibt uns auch wieder ein paar Infos über Alex. Wir haben ein bisschen mehr Zugang zu anderen Orten, die mir nicht kommen. Zum Beispiel kriegen wir einen Haustürschlüssel, dass wir halt ins Treppenhaus kommen. Noch nicht direkt in Alex' Wohnung, ohne einzubrechen, aber wir kommen schon mal ins Treppenhaus. Wir haben Zugang zum Dachboden oder halt Zugang zu der Wohnung von dem über Alex Wohnenden. Oder halt auch Zugang zu einer Gartenhütte, wo man dann uns halt ein bisschen einbunkern können, etc. Dass man dann halt über Charaktere halt so Zugänge freischaltet, Infos kriegt und halt einfach ja, ein bisschen mehr Chancen hat, irgendwas zu tun. Auch geplant ist, dass es mehr Leute gibt, die man dann halt ja, von sich überzeugen kann, einfach mit denen man sich anfreunden kann. Man kriegt halt wieder mehr Informationen oder Zugang zu verschiedenen Sachen. Ich habe geplant, das soll halt irgendwie einer geben, noch später, der jetzt halt entweder direkt Nachbar ist oder halt in der Stadt wohnt oder halt in der Nähe wohnt, der halt ein bisschen tech-savvy ist, den wir dann halt über Kameras etc. anheuern können und halt solche Geschichten. Oder dass es einen Charakter gibt, der uns dann halt ein bisschen Kampfsport beibringt oder der uns ein bisschen Social Skills weiterbringt, was weiß ich, ein Musiker, der uns als Instrumente beibringt und einfach, indem wir mit ihm interagieren, können wir ein Musikinstrument lernen oder halt ein bisschen unsere Social Skills erhöhen. Generell, wenn wir mit anderen interagieren, dass wir halt ein bisschen socializen, dass wir da halt Stats erhöhen und halt ein bisschen,
mehr Charme kriegen oder einfach ein bisschen gewandter werden im Reden, solche so Geschichten. Aber soweit bin ich noch nicht, dass halt ich wirklich über Skills und so weiter reden kann, aber sowas ist halt so im Groben geplant. Ja, und dann vielleicht habe ich das eine oder andere Interesse weg, vielleicht will ja ein oder andere mal zuschauen, hat vielleicht eine oder andere Idee und ich finde das interessant. Ich werde euch ab und zu mal dafür laufen halten, weil ist halt so ein Game, ist halt eine längere Sache. Ich will halt viele Assets selber machen. A, dass sie halt in die Welt reinpassen. Und B, ich bin Gamer, noch Games Artist. Ich will halt selber was modellieren. Und das ist dann halt so, ich habe dann ein Thema, wozu ich was modelliere. Ich will die auch, ja, dann später Module aufsetzen, dass man halt die Sachen, die ich erstelle, halt ein bisschen umfärben kann und mehrfach nutzen kann. Oder halt, ja, wie man das halt so macht. Recyceln nenne ich es jetzt einfach mal. Wo man halt immer Kleinigkeiten ändert oder nur die Textur ändert und sie woanders hinstellt und dann fällt das weniger auf. Wenn man das gut macht, fällt das auch tatsächlich kaum auf. Es wird in vielen Spielen so gemacht. Müsst ihr mal darauf achten, wie viele Assets gleich sind. Seitdem ich Games Artist studiere oder sowas, fällt mir halt sowas auf, wie viele Assets teilweise gespammt werden. Mein Lieblingsbeispiel dafür Dark Souls. Gut, das ist jetzt auch kein Spiel, wo man Sightseeing betreiben sollte, aber Dark Souls ist meist Asset-Spam. Drei, vier Assets fürs Gleiche und es ist überall gespammt. Schön ist auch der Friedhof. Ich glaube, die haben legit nur 5 Grabsteine. Lass es 6 sein und die sind überall gespammt. Ja, okay. So viel dazu. Wie gesagt, ich habe mein eigenes Spiel in Planung. Vielleicht wollt ihr mich bei meiner Journey verfolgen. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen. Vielleicht fand ihr es interessant. Ich werde euch immer ab und zu mal so ein bisschen updaten, wie es so aussieht, was jetzt halt ja, dazugekommen ist. Sei es jetzt, welche Assets habe ich gemacht, habe ich irgendwelche Fortschritte im Spiel an sich, kann meine KI ein bisschen mehr, können die Charakter irgendwas mehr. So was ist halt so generell passiert, dass man, keine Ahnung, so alle 3 Wochen oder einmal im Monat so mal ein kurzes Update gibt, was jetzt so geschafft ist, was jetzt geplant ist. Mal schauen. Wie gesagt, so ein Spiel ist halt auch eine langwierige Sache, da ich das halt auch komplett von null aufbaue. Ja, und wie gesagt, mal gucken, wie weit ich komme. Welches auch eine Nullnummer und läuft ins Nichts heraus, sondern habe ich immer ein bisschen Übung gehabt. Ja, mal sehen. Ja, Zeit wird sich zeigen, was draus wird. Auf jeden Fall ist eine gute Übung für mich. Also ich kann nur gewinnen. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns, wenn es halt wieder nur ein Sprechvideo wird. Tschüss und ja, und schöne Feiertage. Ist ja jetzt Heiligabend. Egal. Hab nichts Besseres zu tun mit meiner Zeit.